So. Extract without a signal und insert. So, ist wieder fertig. Oxygen macht da weniger raus. Ist gut zu wissen. So, setzen wir uns aber dann auch jetzt an die letzte Maschine für heute. An die Purification Chamber. Wie angedroht. Jo, das wird lustig. So. Wir brauchen 6. Oh, Dias. Also 8. Sind 4, 8, 12, 16, 24, 26? Nein. 30. Wir brauchen 38 Hermit Stelloy. Ich hole mir noch einen Stack Redstone, das wird jetzt teuer. Den einen kann man glaube ich wegtun. Dann können wir uns schon die Dias holen. Das waren ja 2, soweit ich das im Kopf habe. Was braucht man noch dafür? Obsidian. Das ist okay. Brauchen wir noch 2 Obsidian. Obsidian, das kriegen wir ja ganz einfach über den Mesterator, können wir den machen. Oder über den Enrichment Chamber. Machen wir es über den Enrichment Chamber, wenn wir schon mal bei Mechanism sind. Ich habe gerade ein fettes Déjà-vu. Ich habe gerade so ein fettes Déjà-vu, dass ich mir schon zweimal in den Kopf schlagen könnte und ich habe vergessen, Skype zu schließen. Ah. Okay. Gut. Kopf ist fertig. Das dauert noch. Machen wir schon mal die Atomic Cores. Wir brauchen noch ein bisschen Osmium Dust. Und zwar brauchen wir 4, soweit ich das richtig sehe. Sieht gut aus. Alter, das ist ein Akt gerade. Oh. Wenn ich auch noch nicht so gesprächig bin, entschuldige das bitte heute. Ich bin vor einer knappen Stunde, naja, sagen wir, anderthalb Stunden erstmal aufgestanden. Ich muss mal gerade was trinken, mir ist bitte halt ein bisschen trocken. So. Na. Das Osmium, das ist fertig. So, was war das noch? Obsidian Dust. Und die Circuits. Nicht beachten. 2 Atomic Cores. So. Die Enrichment Chamber. Brauchen wir ein Steel Casing wieder. So. Wie sieht das aus? Können wir ja. Ah, können wir? Können wir noch nicht. Ah, einen warten wir noch schnell ab. Dann können wir schon mal die Enrichment Chamber fertig machen. So. Nehmen wir mal die 2.
zwei Circuits. Und jetzt ein Steel Casing Circuit, Redstone und die Enriched Alloys. Die Enrichment Chamber ist fertig. So, jetzt fehlen uns nur noch die restlichen vier Circuits. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die fertig sind. Können wir mal wieder einen machen. Da ist auch noch Kupfer. Okay. So, ich kann mir das mal wieder ein bisschen futtern. Weil hier ist noch was drin. Mach noch Stars fertig. Ach ja, mittlerweile hat sich ja die Capacitor Bank auch komplett vollgesaugt. Ist zwar schon ein bisschen länger her, aber sie ist voll. So, wer sich fragt, warum hier ein Double Convest steht, weil hier die Monster immer durchkommen. Weil ist ja schon noch ziemlich dunkel. Und da unten wird gerne mal Rambazamba von denen gemacht. Das heißt, ich setze jetzt mal hier den Red Granite Brick hin. Das hat man jetzt schon oft genug, dass hier die Monster oben sind. Und darauf haben wir persönlich gerade keinen Bock drauf. Und bevor uns jetzt quer kommt, macht ihr doch eine Magnum Torch! Es steht auf der To-Do-Liste. Wir machen uns noch eine Magnum Torch. Nur nicht heute. Oh. Jo, das passt. Wollte nichts sagen. Ich dachte schon, ich hätte mich gerade verrechnet. Aber ich doch nicht. Nein. Das wäre ja voll. Das wäre ja bescheuert, wenn ich mich verrechnen würde. Nein. So, hier jetzt bitte Sarkasmus einfügen. Okay. Na, das machen wir auch fertig, dann haben wir die Purification Chamber. Jetzt weiß ich nicht, wie das alles aussieht, ob die dann auch noch eine Leitung baut oder ob das reicht, wenn man das direkt daneben stellt. Mal. Ich will hoffen, dass es reicht, wenn man die daneben stellt. So. Enriched Alloy. Vier Circuits. Eine Enrichment Chamber. Zwei Atomic Cores. Das ist die Mischung für die Purification Chamber. So. Oh, lädt sich auf. Wir brauchen Kabel. Ein Kabel machen wir noch schnell. Oder dann halt auch 8. Ma. So. Die Purification Chamber. Wenn wir jetzt auf die Rezepte gucken. Wir können ein Copper Gravel Ore zu 3 Copper Clumps machen. Die wir wiederum dann im Crusher zu Dirty Copper Dust machen. Oder. Und daraus dann halt in der Enrichment Chamber rein Copper das machen. Moment. So, da zeige ich jetzt nochmal schnell. Da wir jetzt auch heute so viel Eisen verballert haben, nehme ich schon mal einen Stack Eisen. So. Runter geht's. Geht in die Purification Chamber. Das sieht irgendwie aus, als wäre das so eine Mühle oder so, aber wieso braucht man dann einen Atomkern dafür? Ah, Scheiße, da war ja noch was. Ja. Muss ich schon mal. Ich werde Trivolo fragen, wie der das mit dem Hydrogen gemacht hat. So, wir haben jetzt hier Iron Clumps. Die kommen jetzt hier in den Crusher.
Und wenn man auch richtig mitbekommen hat, wir verdreifachen jetzt schon die Erze. Das heißt, wir legen ein Erz in die Purification Chamber. Sieht man jetzt gleich mal wieder schön. So, ein Erz, drei Iron Crumbs. Hier kriegen wir eins daraus. Eins, das Verhältnis 1 zu 1. In der Enrichment Chamber reinigen wir das Ganze, sodass wir das Ganze dann schmelzen können. Das heißt, wir verdreifachen unsere Produktion gerade. Ein Erz, ein Eisenerz sind drei Eisenbarren. Das sollte euch mal ein bisschen bewusst sein, was das für ein krasses Verhältnis ist. Da ist ja wirklich Industrial Craft Term Expansion nichts dagegen, wenn man es mal so sieht. Also, ich musste das wirklich auch erstmal begreifen, dass, weil ich wollte wirklich mal wieder komplett auf komplett Gregtech gehen. Bloß so ist es eindeutig effizienter schon mal. Natürlich wird auch Gregtech noch kommen. Bloß erstmal werden wir uns hier auf Mechanismen ein bisschen stressen mit der Erzproduktion. So, ich mache dann jetzt noch was fertig und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft Technik, SMP RT. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.